Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Berufsstand, danke. Ja, besser so als so, ne? Der Kanzleramtsminister sagt, am Morgen nach der Runde im Kanzleramt, heute in den Medien, dass man bis mindestens März mit diesem Stillstand rechnen müsse. Gibt es demnach dann auch im Januar, Februar und März Hilfen für die von Schließung betroffenen Unternehmen aus dem Bundeshaushalt? Heute ist eine Bereinigungssitzung für den Bundeshaushalt 2021. Und am Morgen dieser Bereinigungssitzung wird angedeutet, dass der Stillstand bis 2021 im März andauern könnte, vielleicht sogar noch länger. Die sozialen und wirtschaftlichen Kosten der Pandemie die Bekämpfung explodieren. Jedenfalls ist das keine langfristig durchhaltbare Strategie, die Sie verfolgen. Wir Freie Demokraten fordern, Kinderwünsche unabhängig vom Wohnort zu fördern. Dazu haben wir Ihnen einen Antrag vorgelegt. Sie von der AfD-Fraktion könnten den mal lesen, weil der wäre wenigstens konstruktiv, während Ihr rassistischer Humbug definitiv in die falsche Richtung geht. Andererseits ist es genauso notwendig, Schwangerschaftsabbrüche weiterhin zu ermöglichen. Denn wir wollen nicht die Zustände wie in Polen auf unseren Straßen. Seit Tagen kämpfen dort die Frauen gegen das neue Abtreibungsurteil des polnischen Verfassungsgerichtes und für ihre Rechte. Ich stehe hier ganz klar für die mutigen Frauen in Polen. Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Und die Rechte dieser Frauen muss verteidigt werden, in Polen, weltweit, aber auch bei uns. Was Sie uns aber hier mit Ihren Anträgen zumuten, ist einmal mehr frauenfeindlich, fremdenfeindlich und rückwärtsgewandt. So etwas wollen wir nicht, so etwas brauchen wir nicht. Wir leben in einer modernen Gesellschaft mit mündigen Bürgern und die freiheitlich entscheiden können, was sie wollen. Deshalb werden wir ganz klar Ihre Anträge hier ablehnen. Sie, Frau Ministerin, sie ist heute wieder nicht da, muss sich endlich ihrer Verantwortung bewusst werden. Wir müssen alles dafür tun, dass Kinder so lange wie möglich in Präsenz unterrichtet werden. Und dafür sollten wir endlich viel stärker auf Luftfiltergeräte in den Klassenräumen setzen. Wein ist ein Kulturgut, ist ein Genussmittel, das verbindet die Menschen. Und das verbindet die Menschen natürlich ganz besonders. Und ich darf das sagen, bei uns in Rheinland-Pfalz, in meinem Wahlkreis zwischen Mosel und Rhein, das gehört zu einer Weinrede dazu. Und es ist ja so selten, dass wir in diesem Plenum über dieses wichtige und tolle Thema reden. Und es ist auch so wichtig, dass wir heute dieses Gesetz für die Winzerinnen und Winzer auf den Weg bringen. Und das unterstützen wir Freie Demokraten natürlich gerne. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Dr. Hoffmann von der FDP-Fraktion? Das kommt darauf an, wie viel Schoppen Wein ihr dann. Also gut, bitte. Vielen Dank, Herr Kollege Auerhahn, dass Sie diese Zwischenfrage zulassen. Bei uns sagt man nicht Schoppen, sondern Viertel. Aber sei es drum. Ist Ihnen aufgefallen, dass unsere Landwirtschaftsministerin das sonnenreichste Weinbaugebiet vergessen hat, nämlich den Kaiserstuhl und Südbaden? Herr Kollege, was sagen Sie dazu? Mir ist das nicht aufgefallen, denn sie hat alle deutschen Weinanbaugebiete, zwar nicht namentlich, aber alle 13 deutschen Weinanbaugebiete genannt. Und wenn Sie der Meinung sind, Ihr Weinanbaugebiet ist ganz besonders, dann bitte ich darum, dass Sie dem Parlamentarischen Weinforum einmal eine Kostprobe zur Verfügung stellen. Dann können wir das auch gut beraten. Dankeschön. Kurzum, ich will mit Goethe schließen. Ich glaube, Zitate gehören bei Weinbau dazu. Das Leben ist viel zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Deshalb wäre es schön gewesen, heute anstatt Wasser ein Glas Wein mit zum Platz zu nehmen. Frau Ministerin, Sie sind auch für den Weinbau zuständig. Vielleicht können wir das in Zukunft ändern. Vielen Dank. Ja, das ist mein Applaus wert, würde ich sagen.